Papi, ich will die ganze Strecke nicht laufen. Ach komm, so weit ist das doch nicht. Nee. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Audi von Kettentreter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hey, ihr seht, ich bin ein bisschen unterwegs mit dem Tourer diesmal. Und tja, mit Kinderanhänger. Und warum das so ist, das verrate ich euch nach dem Intro. Bis gleich, bleibt dran. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich habe mir ein Gespann gebaut mit einem Duramax Kinderanhänger für zwei. Und ja, warum ist das so? Ich habe gar kein Kind, was ich da reinsetzen könnte. Also ich hätte schon, aber ist gerade nicht da. Das wird mein Reiseanhänger für die Skandinavien-Tour. Ich habe den hier zwei Dörfer weiter, habe ich den bei Kleinanzeigen günstig geschossen. Und der wird jetzt ein bisschen gestrippt, umgebaut als Gepäckanhänger, weil ich festgestellt habe, trotz meiner beiden roten Taschen von Falkenthal und noch eine Rolle drauf, ich habe zu viel Equipment, was ich für die paar Tage mitnehmen muss. Und deswegen habe ich beschlossen, ich nehme einfach einen Hänger, mache da mein Gepäck rein und fahre damit los. Und danach habe ich auch schon wieder eine Verwendung für das Teil. Nein, ich setze immer noch kein Kind rein. Also es wird wahrscheinlich eher nicht passieren, dass da ein Kind drin sitzt, weil dann wird aus diesem Hänger ein Wohnwagen. Und das wird das Projekt für den Herbst, Winter. Da will ich hier einen Wohnwagen bauen, einen Fahrradwohnwagen für zwei Personen. Nach dem Schema, wenn ihr das kennt, DDR Falk Caravan Klappfix, CT5, CT7, ich blende euch das mal ein Bild hier unten. So in der Art will ich das haben. Ich hatte so ein Ding mal, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr flexibel, weil man den Pkw-Anhänger dann ausfalten konnte und dann entstand da ein Zelt. Und das Prinzip gibt es heute noch in ziemlich vielen abgewandelten Varianten. Ich will das hier für den Hänger bauen über den Herbst und deswegen habe ich mir das Teil besorgt. Wie gesagt, war für mich ein Schnäppchen, zwei Dörfer weiter bei Kleinanzeigen, war eigentlich eine gute Sache. Wir können ja mal rumgehen um das gute Stück. Duramax heißt er, ist in Rot-Schwarz. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil es zu dem schwarz-roten Tourer passt. Eigentlich eine ziemlich gute Sache, aber das Polster brauche ich eigentlich gar nicht. So Reflektoren dran, Katzenäugchen dran. Der kriegt natürlich neue Laufräder. Jetzt nicht vor der Skandinavien-Tour, aber danach wird er neue Laufräder bekommen, weil ich da was mit Nabendynamo haben will. So, hier ist nochmal ein Gestänge zum Schieben, war mal ursprünglich wohl so gedacht. Auch hinten noch ein Gepäckfach. Hier sind die Gurtbefestigungen. So, hier kann man das ganze Ding auch klappen und kippen. Das heißt, man kann den ganzen Vorderbau hier einmal rausnehmen. Und das ist auch das, was ich so vorhabe. So, so. Hier drin zwei Kiddies hätten Platz, rein theoretisch, wenn nur eins mitfährt, hätte das richtig viel Platz. Hier vorne kann noch ein Stützrad rein, oder könnte zumindest, ist aber nicht mehr vorhanden. Wie gesagt, es war ein Schnäppchen. Räder sind ganz schön, hätte er echt, aber echt mal aufpumpen sollen. Ich habe ja eigentlich eine Pumpe mit, aber na gut. Jetzt fahre ich mit dem Ding erstmal wieder in die Scheune, strippt das Teil ein bisschen, macht die ganzen Bezüge ab, zerlegt den einmal ordentlich. Achswartung, Luft muss aufgepumpt werden, da ist ziemlich wenig drauf, habe ich festgestellt. Und dann wird er gestrippt und dann wird's mein, kriegt er eine flache Platte mit Haken und Ösen, wahrscheinlich nur ein Gitter. Und dann wird das mein Gepäckhänger für Skandinavien. Ja, das wird das Projekt für den Herbst und Winter. Das ist der kleine Duramax. Und das ist das, was ich damit vorhabe. Also nichts Schlimmes. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem kleinen Video. Bei dem Teil bekommt ihr definitiv noch ein bisschen mehr Content. Es wird so eine kleine Serie. Ich werde das mal
als Bau- und Bastelprojekt in der Werkstatt werde ich das mal dokumentieren und dann wird es wahrscheinlich ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler werden. Das ist erstmal der Sneak Peek. Fahrradanhänger, warum hat der alte Mann einen Fahrradanhänger? Frage ist geklärt. Ich wünsche euch eine schöne Reise, eine schöne Radtour, was auch immer ihr tut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.